Der hört doch nicht auf zu schießen. Können wir hier um die? Wo kommt er dann wieder raus? Wo ist denn jetzt Hundi? Wo haben wir Hundi? Wo ist jetzt Hundi hin? Hallo? Hundi? Wo ist Hundi? Hallo? Hallo? Wo ist er denn jetzt? Wo ist Hundi wieder rausgekommen? Hundi? Der ist doch nicht irgendwo hier hinten. Nein. Also wir haben hier den Bunker. Wir haben diese Tafeln hier. Dass wir hier irgendetwas freigaben. Ach so. Toll gemacht. Toll gemacht. Also, ganz ehrlich, das läuft ja hervorragend bisher. So, hier könnten wir freigaben. Was haben wir denn hier? Noch warten, bevor der Dampf wiederkommt. Und weiter geht's. Oh, oh, oh. Hier kommen wir auch noch nach hinten. Was haben wir denn hier? Grabenschafel. Grabenschafel der französischen Armee. Die Schafel war zu kurz, um einen echten Nutzen beim Budeln von Gräben oder Tunneln zu bringen. Daher schärften die französischen Soldaten die Schneide des Werkzeugs, um daraus eine effektivere Waffe als ein Bajonett zu machen. Oh Gott. Alles wurde irgendwie angepasst und zu einer Waffe umgebaut oder... Komm. Oh. Was denn? Was ist jetzt? Hätte ich hochgraben müssen, also da müssen wir rechts hochgraben. Na gut. Und hoch. Ach, Hundi ist schon bereits hier unten. Na komm. Der hat uns gesucht da oben. Oh Gott, nein. Na komm, Hundi, komm. Ja. Komm. Guter Hund. Ja, komm, guter Hund. Ja. Guter Hund, ja. Okay. Wir können hier also runtergehen. Oh. Da haben wir noch einen Deutschen. Weiter, komm. Komm. Was ist da? Oh, Grubenhandchen. Fuß? Was ist hier? Fort Douaumont. Die symbolträchtige Fort ist während der Schlacht von Verdun von beiden Seiten propagandistisch ausgenutzt worden. Im Februar 1916 wurde das Fort Douaumont von den Deutschen eingenommen und im Oktober unter schweren Verlusten von den Franzosen zurückerobert. Während der deutschen Besatzung kam es unvermittelt zu einer Explosion, der 800 Soldaten zum Opfer fiel. 800 Soldaten in einer Explosion. Dies war nicht das Werk eines Saboteurs, sondern ein schlecht ausgelöschter Kocher, der ein Feuer entfachte, das sich bis zu den Treibstoff- und Munitionsvorräten ausbreiten konnte. Oh, was für ein Tod. Ich meine, bist du schon mal im Krieg? Was ist das Einzige? Was tötet dich? Eine Explosion?
die von einem Kocher ausgelöst wurde. Ja, den können wir erledigen. Was haben wir hier? Die Flammenwerfer. Im Februar 1915 kamen die ersten Flammenwerfer zum Einsatz. Auch wenn die Zahl der Soldaten, die dieser Waffe zum Opfer fielen, überschaubar ist, war ihre psychologische Wirkung verheerend. Zuerst wurde die Waffe von den Deutschen eingesetzt. Doch dauerte es nicht lange, bis Franzosen und Briten vergleichbare Waffen besaßen. Die Einsatzmöglichkeit dieser Waffe war beschränkt, aber die Angst, die sie verbreitete, war umso größer. Das kann ich mir vorstellen. Was für ein schrecklicher Tod da. Was haben wir hier? Können wir mitnehmen? Können wir hier platzieren und wieder hochlassen? Ist klar. Das wird uns später wahrscheinlich etwas bringen. Zuerst mal. Wozu ist der denn hier? Keine Ahnung, mal hochgehen. Hier haben wir nochmal einen Hebel. Hochgehen, was finden wir hier oben noch? Was ist das denn? Leere Holzkiste. Eine leere Holzkiste wurde von einem deutschen Soldaten als Gepäck genutzt. Der Koffer war noch nicht weit verbreitet und ärmere Soldaten packten ihre Sachen für den Krieg in einen Ranzen oder in Holzkisten. Alles klar. Hier oben können wir also... Wir müssen hier unten dringend Feuer machen. Das heißt, wir ziehen hier den Wagen vorne. Nehmen erstmal diese Ding, diese Puppe weg. Stellen die hier hin. Wagen hier hinziehen. Hochlassen. Der Flammenwerfer. Na los. Na komm. Okay. Der Deutsche ist natürlich schlau, wie er ist. Fällt er da nicht drauf rein. Oh nein, komm, komm, komm. Das war jetzt zu weit. So. Können wir die trotzdem noch drauf platzieren? Jawohl. Und jetzt sollte es funktionieren. Jawohl. Und wieder runter. Und da haben wir etwas Brennendes. Und damit heizen wir seinen Freund ein. Wir heizen jetzt sozusagen unseren Ofen ein. Sievers lässt grüßen. Damit kann Freddy vorrücken. Das hat gut geklappt. Hier können wir noch runter. Ah, das, von hier kommen wir. So, musste kurz husten. Entschuldigung. Schauen, was wir hier noch erledigen können. Lass noch jetzt nicht Dynamit. Wir müssen noch Dynamit holen. Mit Freddy. Wie kommt der denn? Wie können wir denn jetzt zu Freddy wechseln? Na komm. Wie können wir denn jetzt zu Freddy wechseln? Wir lassen jetzt den Hund hoch? Echt jetzt? Hi, my bro. Hallo, Bruder. Na gut, Freddy kann losgehen. Na komm. Hol mir das Dynamitstückchen. Guter Hund. Gut gemacht, Hundi. Jawohl, gut gemacht. Und damit kommt wieder der meisterhafte Schütze, Goonicon. Oh ja, das war toll.
Oh, der Brett hier. Hundi, was soll die Scheiße? Also noch einmal. Na komm. Was ist denn? Na komm schon. Komm mal, der Junge. Meine Frage ist natürlich... Oh, Hundi hat den Köder gespielt. Meine Güte, guter Hund. Und weiter geht's. Na komm, Hundi, komm. Was? Ich hab noch gar nicht eins gedrückt. Der muss doch da oben noch den Dynamit holen. Na komm, geh wieder hoch. Nehmt das einfach mit. Emil lassen wir zurück fürs Erste. Oh, was haben wir hier? Oh, oh. Na komm schon. Oh Gott. Man muss echt aufpassen. Also, hier sehe ich den noch nicht. Wie soll das denn gehen? Ich meine, er sieht uns, bevor wir überhaupt hochkommen. Na komm. Oh, komm weg hier. Was haben wir hier noch? Deutscher Ring. Ein Eisenring mit der Inschrift Gold gab ich für Eisen. Wenn man im Rahmen eines deutschen Programms zur Kriegsfinanzierung im Tausch gegen wertvolle Gegenstände erhielt. Na toll. Ein tolles kleines Dankeschön. Dafür, dass man alles geopfert hat. Hier können wir uns wieder durchgraben, aber mit Freddy können wir uns nicht durchgraben. Mal sehen, ob wir hier noch etwas erreichen können mit Hundi. Jetzt ist er. Kann er uns nicht sehen? Jetzt sieht er uns. Oh, und jetzt können wir ihn. Jawohl. Und weiter geht's. Wir müssen hier immer bereit sein. Wenn wir unter Umständen Hundi losschicken müssen. Was ist jetzt? Oh nein. Ich wollte eigentlich noch reingehen vorhin. Oh, was ist das denn? Na komm. Dynamitstange haben wir noch. Müssen wir denn jetzt tun? Die einfach hier hinwerfen oder was? Ach so, nein, auf der anderen Seite. Und die wieder zurück. Die wird sich dann entzünden und das Tor frei sprengen hier, nehme ich an. Hoffe ich mal. Jawohl. Sicherheit nehmen wir hier noch wieder eine mit. Ich schlage immer, anstatt Dinge aufzunehmen. Das ist unglaublich. Oh Gott. Da haben wir ihn. Baron von Dorf. Oh, 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 oh. In Deckung gehen. Komm schon, Hundi, komm schon, Hundi. Na komm, Hundi. Komm. Okay, also wieder. Hier.